Willkommen zurück zu Until Dawn. Ja, Freunde, die gute Jessie ist schon ein Eiszapfen und erstarrt. So könnte man zumindest ihren Gesichtsausdruck interpretieren, aber naja, deswegen spielen wir doch gleich mal weiter, damit es hier vorangeht. Ich bin gespannt, was es mit Mikes neuer Freundin so auf sich hat. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit, sie zu begrüßen. Okay, da kommen unsere Friends, die wir im letzten Part schon kennengelernt haben. Und Jess ist anscheinend schon ein Weilchen länger hier, wahrscheinlich zusammen mit Mike irgendwo. Wir gucken natürlich auch hier erstmal wieder in die Eigenschaften der guten Dame. Ja, okay. Es ist mit Mike natürlich relativ gut dran, wenn auch nicht überragend gut. Chris und Emily, da hat sie ganz schlechte naja, gut, sie ist vielleicht ein bisschen, obwohl von ihren Eigenschaften her, ich habe jetzt erst gedacht, sie ist vielleicht ein bisschen zickig oder so, aber nö, schaut euch das mal an. Sie ist relativ ehrlich, weniger hilfsbereit, dafür witzig, romantisch und tapfer. Ja, begrüße die Neuankömmlinge, das werden wir doch dann mal tun. Sofern ich nichts anderes sehe, was ich lieber erkunden möchte. Da hinten. So! Was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ja, das machen wir natürlich. Geht's nicht? Doch. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Ja, wir können das ruhig aufklären, oder? Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ja, das muss man wirklich genießen. Ja, hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? So, hier haben wir Emily, Mikes Ex. Aber, die ist relativ hübsch, oder? Na gut, sie ist intelligent, einfallsreich und überzeugend. Okay, mal gucken. Dann wäre es nicht mehr so malebisch. Und hier haben wir Matt, Emilys neuer Freund. Motiviert, ehrgeizig und sportlich. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Okay, aber auch wenn sie hübsch ist, sie ist doch anscheinend eine kleine Zicke. So, und natürlich gucken wir uns auch hier die Charakterinfos erstmal an. Der gute Matt ist ehrlich, hilfsbereit, romantisch, neugierig, weniger witzig und weniger tapfer. Hat natürlich eine gute Bindung zu Emily, aber eine gleich gute auch zu Jess. Und der Rest ist eher, naja. Na gut, dann spielen wir halt mal Gepäckträger. Ja, am Anfang, ne, sind ganz viele Charaktere, die man jetzt halt erstmal so kennenlernen muss, aber gut. Mit denen werden wir bestimmt schon noch warm mit der Zeit. Okay. Ein Gentleman, ne? Der macht das schon. Egal wie viel. Gänsehaut. Wir sind fast da. Da drin Nein, ist. Ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Das wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Bestimmt hier eine normale Party. Ich meine, was glaubst du? Scheiße! Und hier ist Vollidiot Mike, Emilys Ex, intelligent, engagiert und überzeugend. Zu geil! Michael!
Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Bleiben wir nett. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an. Ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lasst uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Meh. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Ich mag ihn nicht. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann nicht warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Ach, ja, sie alleine. Ach, das ist jetzt schwierig. Was machen wir denn da? Eigentlich würde ich ihr zustimmen, ihre Bitte halt befolgen, aber andererseits sie alleine lassen. Aber gut, wir müssen uns vorstellen, wir sind ja der festen Meinung, hier ist nichts Böses, alles ist cool und deswegen, sie kann gehen. Okay, gut. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Ich hoffe, das war kein Fehler. Naja, wir werden's ja merken. So, und hier haben wir Ashley. Ich verknall den Chris. Fleißig, neugierig und offen. Na gut. Ashley ist verknallt in Chris. Aber der eine, der ist ja in sie verknallt. Ach, das gibt wieder interessante Beziehungsproblematiken. Washington Lodge, Außenbereich, 21.32 Uhr. Darf ich? Oh ja, ich darf umgucken. Sehr cool. Vielleicht finden wir ja was Spannendes. Es ist ein cooler Effekt, ne? Aber ich finde hier nichts. Noch nicht. Doch, da. Was wow, denn da? Hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Oh, okay. Mike führt ein doppeltes Spiel. Oh, oh Gott! Oh. Gott! Hey, hey, wow. Tut mir leid. Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Tja, warum eigentlich nicht ehrlich bleiben? Warum soll ich ihnen da jetzt irgendwas vormachen? Doch deren Bier. Klar, wenn du willst, zieh's dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Hör zu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War's schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Mann. Sind noch nicht mal ganz oben und schon geht das Drama los. Das war ja zu erwarten.
So, wir spielen jetzt wieder Jessica. Es ist 21.41 Uhr. Ja, Mensch, was können wir denn machen? Aufs Handy? Ja, komm, schau mal, aufs Handy ist besser wie ein Buch, ne? Hat jemand geschrieben? Oh. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Oh, ja, shit. Die Musik dabei, ey. Ups, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Was war's nochmal? X hätte ich drücken müssen, ne? Okay. Komm, probieren wir nochmal. Oh, zu lahm. Ey, ich hab doch gedrückt. Du musst schnell sein, um mich zu kriegen. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Das war doch X, oder? Geht nicht. Ich drück die falsche Taste. Ich weiß nicht. Verdammt! Hey. Ach, jetzt soll ich rennen, okay. Wenigstens das klappt. Welche Taste soll ich denn da drücken? Hallo, komm schon. Komm schon, da muss doch mal zu treffen sein, der Blödmann. Ah, nee, R1 war's nicht, aber was war's denn dann noch? Vielleicht L1? Naja, nee. Hey, Mike! Boom, Schakalaka! Okay, ah. Jetzt hast du mich. Schon gut. Anscheinend ist es R2, war auch immer. Manchmal ist es am besten einfach nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenn all deine Tricks. Nö, den Vogel will ich nicht abschießen. Das könnte ihm wehtun. Aber ihn will ich abschießen. Ah, jetzt ist es, entweder ist es L2 oder R2, ich bin mir nicht sicher. So geht das. Ich finde dich, Jeff. Und dann was? Wow. Es reicht. Wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Zieh mal rum. Komm. Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Ach, ich mag das Spiel. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren auch schreiben, wie ihr euch so entscheiden würdet bei der einen oder anderen Stelle. Da unterscheiden wir uns bestimmt. Aber na gut. Umso interessanter ist es dann natürlich, das Ganze nochmal zu spielen. Oh, wir sind wieder beim Psychoanalytiker. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Okay. Ich hoffe, du warst in der Gesellschaft von guten Freunden seit der letzten Sitzung. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Kleine Psychospielchen. Ja, eigentlich macht mich hier gar nichts nervös, aber ich nehme mal den Kerl. Ja. Was muss ich jetzt machen? Achso, ich muss umblättern. Schön.
Macht mir eigentlich auch beides keine Angst, muss ich sagen. Aber wenn ich mich halt entscheiden müsste, dann würde ich das nehmen, was ich noch nie gemacht habe, nämlich mit dem Flugzeug fliegen. Oh, nächstes. Wow. das ist ja beides sehr, sehr schlimm. Und aber ich persönlich habe eher Höhenangst. Nächstes. Ich bin mal echt gespannt, was das hier beeinflusst, was wir da machen. So, das ist auch wieder eine Sache, das macht mir... Ich mag beide Tiere. Schlangenratten sind tolle Tiere. Nehme ich halt... Schlange. Okay. Tja. Ich meine, das rechts ist doch nur ein Küchenmesser. Ne? Dann wohl eher die Waffe. Da kann man schon eher vielleicht... Ja, da hat man zumindest gewisse negative Absichten. Bei Messer nicht unbedingt. Ich bin echt gespannt, ob das in irgendeiner Form dann sich in dem Spiel wieder zeigt. So ähnlich wie bei Shattered Memories. So, hier ist es ganz klar. Ich hasse Kakerlaken. Okay, ich darf noch weitermachen. Tolles Buch. Oh, die sind aber beide furchtbar. Oh Gott. Oh, das... Ja, da würde ich gerne auf beide tippen. Also Clowns waren ja schon immer so, ne? Das abgrundtief Böse. Aber Vogelscheuchen, Vogelscheuchen... Klar, da gibt es gewisse Spiele und Filme, da habe ich die auch hassen gelernt. Aber ich glaube, meine Angst vor Clowns ist ein bisschen intensiver. Was ist das denn? Blut ekelt mich an oder Krähen sind beängstigend? Ja, da nehmen wir natürlich das Blut. Krähen sind doch nicht beängstigend. Das ekelt mich jetzt zwar nicht an, das links, aber es ist auf jeden Fall... Hat einen größeren Ekeleffekt, wie jetzt Krähen beängstigend sein sollten. Sind sie nämlich gar nicht. So. Wow. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay, fortan muss ich mich also beeilen, denke ich mal. Kann ich nicht mehr groß erklären, was ich beängstigender finde. Ich probiere es mal. Hier. Immer noch ekliger. Ich habe Angst vor Nadeln. Nee, überhaupt nicht. Bleib mal beim Blut. So. Oh, schön. Zombies machen mir Angst. Nö, eigentlich nicht. Zombies sind cool. Nimm mal wieder den Clown. Tolles Büchlein hat er da echt. Wölfen finde ich auch nicht. Na gut, so ein wilder Wolf. Nein, nee. Blut bleibt eklig. So, Stürme finde ich super. Dann bleibe ich auch beim Blut, ja. Ich nehme verdammt oft jetzt das Blut. Auch wenn ich es gar nicht so schlimm finde. Mal gucken. Am Schluss wird im Spiel alles blutig sein. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Kakerlaken, Clowns und Innereien. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Das merken wir uns mal, diese drei, die er genannt hat, Clowns, Innereien und Kakerlaken. Ob wir das in irgendeiner Form jetzt im Spiel wiedersehen oder auch...